1,3 Millionen Euro. Ja. It's 1.150.000 Euros. Ich sehe das Auto bei 1,1 Millionen. Das sind Kunden, die meistens sich Gedanken gemacht haben über mehrere Monate, die auch den Markt kennen. Da brauche ich jetzt nicht irgendein Auto aus dem Internet rauszupicken und ihn anzubieten. Das Auto kennt er schon. Das ist so ähnlich wie gute Immobilien. Gute Immobilien landen nie im Netz. Gute Immobilien werden unter der Hand gehandelt. Erzähl. Ja, ich suche einfach ein richtig tolles Auto. Okay. So ein richtig schönen Klassiker. Sei es ein alter Mercedes oder ein klassischer Italiener. Okay. Ob Ferrari oder vielleicht auch ein Lamborghini Miura. Okay. Irgend sowas okay. In der Richtung. Was Klassisches, mhm. Natürlich möglichst wertstabil. Ja, verstehe. Alter Spirit. Ferrari, Lamborghini, Miura. Naja, soll ein bisschen was Sportliches sein. Preisspanne von 1 Million. Wenn es das richtige Auto ist, wäre es mir das wert. Wenn wir jetzt von solchen Autos sprechen, Ferrari, Lamborghini, Mercedes 300 SL, nicht, dass ich da mich in Niemandsland bewege, was wäre denn so dein Max-Budget? Also maximal so 1,2. 1,2 Millionen Euro? Und es muss ein Auto sein, was auch gefahren werden kann. Es soll kein Museumsstück sein. Okay. Also um so ein Auto zu finden, zu fahren, dir vorzuschlagen und dann die Abwicklung, also da brauche ich locker 3 bis 6 Monate. Das brauche ich einfach dafür. Auf einen Kindheitstraum kann man auch noch mal 3 Monate warten. So, dann haben wir die Punkte. Ein Oldtimer soll es sein. Dein Budget ist roundabout 1,2 Millionen Euro. Ich mache mich mal auf der Suche. Super, okay. 1,2 Millionen Euro für ein Auto. Man darf es nicht vergessen, für ein Auto. Und dann noch für ein Auto, was du nicht jeden Tag bewegen kannst. Da ist es schon, da werd ich auch schon nervös. Der Lamborghini Miura ist halt unheimlich interessant zurzeit. Die haben sich in den letzten 3, 4 Jahren fast verdoppelt im Preis. Und die Tendenz geht nach oben. Es werden weltweit nur 6 bis 10 Autos angeboten. Und der soll 2 Stück haben. Und vielleicht kriegen wir ja einen ab. Hamid. Ian, welcome. Thank you very much. Es ist Wahnsinn, also was für Autos hier stehen. Okay. It's his collection, the Ashtree Collection. Okay. Es ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Hier ist alles, was Rang und Namen hat, ist hier aufgestellt. Und das nenne ich mal eine Sammlung. Also ich glaube, so auf Schlag würde ich sagen, hier sind so ungefähr 12 Millionen Euro. Kannst du mir was über dieses Auto erzählen? This is the car from the Italian Job movie. The most famous Miura in the world. The car was a normal Miura for 48 years. Nobody knew it was the car from the movie. And through some historic research, and some investigation, it has been established that this is the car. Wow. Was würde das Auto kosten? 1,8 million euros. 1,8 million euros. 1,8 Millionen Euro. Ich bin raus. 1,8 Millionen Euro für einen Miura, weil er in einem Film war, muss man erstmal bekommen. Aber da liegen wir ungefähr 500.000 Euro über unser Budget. 500.000 Euro, 500.000 Euro. Das ist ganz schön viel. Wir sind jetzt für dieses Auto da, für den Lamborghini Miura S Jota. Yes. The fourth owner decided to change the car from a standard Miura into an S while it was being restored.
Okay. It has all these rivets. It's quite different from the standard Miura. Was soll dieses Auto noch kosten jetzt? This car is on the market at 1.15 million euro. Okay, 1,15 Millionen Euro. The original car, the Jota, was destroyed in 1972 and the gentleman in Japan who owned the car decided he wanted to make a replica of this one-off Lamborghini. Here is a complete file. Oh, wow. Okay, hier sehen wir das Auto nochmal, den Original, in Rot. 61 Millionen japanische Yen hat er ausgegeben. Das sind umgerechnet 400.000 Euro. More than 400.000 Euro. Über 400.000 Euro, nur für die Restauration. And the modifications. And the modifications, okay. Yes. Okay. Also wenn ich über 400.000 Euro für eine Restauration ausgebe, erwarte ich ein perfektes Auto. Was denkst du darüber? Well. Well, okay. You're right. the suspension on this car is hard, okay? And the body is very thin. The aluminium is very thin. So the thing is, it moves. Okay. The body moves a little bit with the G-forces of the suspension. Yeah. So you get a little crack in the paint here and there. Okay. Können wir uns einmal den Motor anschauen? Herzstück. Es ist unglaublich, dass der Motor nur 4 cm von dir entfernt ist. Yes. Das ist ein Motor. This is amazing. Es riecht ein bisschen nach Sprit und hier ist ein bisschen minimaler Ölverlust. Also das ist alles noch überschaubar. The exhaust system is one of the expensive parts of this car. But this is not a normal exhaust. No, this was part of the special work in Japan. Each of the pipes is hand bent individually, and this exhaust system cost something in the region of 6,000. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur mehr Sound bringt, auch ein bisschen mehr Power bringt. 10%. 10%. Das heißt, wir haben im Original 375 PS und durch die Auspuffanlage haben wir 10% mehr. Also kommen wir so ungefähr auf 410, 410, 415. Yeah, exactly. Do you know the German TÜV? Kennst du das deutsche TÜV? Yeah. Ich glaube, dass das nicht erlaubt ist. They replicate the Jota wheels from 1972, but they were specially made for this car. They are unique. Okay. Ja, das wird das große Problem sein, das Auto so durch den deutschen TÜV zu kriegen. Perfect. Kann ich das Auto einmal Probe fahren? Absolutely. Wow, cool, das freut mich enorm. Erste Mal, dass ich Miura fahre, ist my first time. Alter Schwede.
Auto von 1969 und das Auto hat geballte Power. Es ist nur das Auto, Stahl, alles zusammen genietet und nur noch du selber. Wahnsinn. You sure you want to drive? Auf der Straße. Die Lenkung ist unheimlich präzise. Wow. Und du gibst Gas und Gas und der kommt. Unglaublich. Und es ist. Mann. Es ist laut, es ist warm, da kommt gar nichts rein, kein Frischluft, nichts. Du hast diese ganzen Knöpfe, es ist ein Rennwagen. Er beharrt auf seine 1,15 Millionen Euro. Die kriegt er für das Auto nicht. Ich glaube, das wird gleich sehr schmerzvoll. Well, there is no room for negotiation. It's 1.150.000 euros. That's it. This is the cheapest Miura S on the market. Es gibt immer ein bisschen Spielraum. Immer. So, come on. For you, okay. 25.000 euros reduction. That's it. Also 25.000 Euro kommst du mir entgegen. Das heißt, wir reden hier über 1,125 Millionen Euro. Also mein Problem ist, dass ich das Auto nicht für 100% original erkenne. Es ist ja komplett umgebaut worden. Ich habe gar nichts über die Felgen. Ich habe gar nichts über die Auspuffanlage. Ich habe keine Dokumentation über die Umbauarbeiten, dass ich sagen kann, es ist zeitgetreu. Ich würde dafür kein H-Kennzeichen kriegen. Und dafür 1,125 Millionen Euro auszugeben, wäre unseriös gegenüber meinen Kunden. Daher muss ich leider bei diesem Geschäft passen. Okay? So, we stay in contact. Absolutely. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Es gibt manche Autos, die kannst du nur noch ersteigern auf spezielle Auktionen. Und heute sind wir deswegen hier, wegen einem Ferrari 250 GT Aluminiumkarosserie. Davon wurden nur 12 Autos produziert. Die Preisentwicklung dieses Fahrzeuges ist phänomenal. Anfang der 90er lagen wir bei roundabout 100.000 Euro. Jetzt wird ein Auto angeboten in Amerika für 1,4 Millionen Euro. Das ist Wahnsinn. Ja, hier sind viele interessante Autos dabei. Erstmal natürlich ein Volvo von David Bowie. Dann ein Fiat Dino Cabrio 2400er Spider. Ganz selten, weil man kaum Teile für kriegt. Ein Ferrari Bacchetta, der einzige Ferrari, der limitiert ist und der durchnummeriert ist. Das sind schon interessante Autos dabei. Das macht so eine Auktion aus. Es ist viel an Ware da, an Autos da. Und jetzt müssen wir mal nur gucken, ob die Preise erzielt werden. Serge, ich bin wegen dieses wunderschöne Auto hier. Ja. Ein 250 GT Buono. Richtig. Es ist ein Matching Numbers. Also es ist ein Matching Numbers Fahrzeug. Matching Numbers bedeutet, das ist Originalmotor, Originalgetriebe, Originalhinterachse.
Das ist korrekt. Wie bei Auslieferung. Richtig. Hast du eigentlich ein Klassisch-Zertifikat für dieses Auto? Dieser Ferrari ist nicht Ferrari-klassisch zertifiziert, aber das ist sicherlich etwas, das man machen könnte. Was man machen muss, Serge. Das ist dann in der Macht vom Käufer. Okay. Das Ding ist, bei so einem Klassisch-Zertifikat, es ist ein Zertifikat, was Ferrari erstellt und du hast dann natürlich alles bestätigt von Ferrari. Bei so einem Auto, was nur 12-mal produziert wurde, erwarte ich eigentlich als Käufer auch noch, dass das Auto auch eine Materialanalyse hat. Mhm. Okay, das heißt, da kommt ja auch einer von Ferrari raus, nimmt Abstriche ab, scannt es ein und dann guckt er auch, ist der Rahmen, ist die Karosserie original von damals, ja oder nein? Kosten roundabout 3.000 bis 12.000 Euro. Mhm. Dann weiß man aber 100% Bescheid. Genau. Würde ich gerne hier haben wollen. Also ich gehe fest davon aus, dass das Auto auf jeden Fall schon mal lackiert wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Erstlack ist. Das würde ich auch sagen. Aber auch hier, da haben die auch immer typische Stellen um die Lampenrinne. Hier sitzt die genau. Die Haube saß mal nicht richtig, hier ist ein bisschen Lack abgelassen. Und hier kannst du die Spachteln, was du sehen. Sieben, dass ein bisschen aufgetragen wurde, genau. Ja, gut. Wo nicht? Tja. Hier im vorderen Bereich haben wir 816. Neuwagen haben wir irgendwas zwischen 60 bis 120. Mhm. Also hier im Frontbereich, gerade was die Rundungen und so weiter betrifft, hat er schon einen oder anderen Spachtel bekommen. Dann haben wir hier natürlich typisch Ferrari, ein Holzlenkrad, ganz große Armaturen mit hier Drehzahlmesser, das hat man super im Blick. Dann hat man hier Wassertemperatur, Sprit, da musst du öfter drauf gucken, bei 12 Zylinder. So. Dreifach-Weber-Vergaser, sehr, sehr wenige, die Dreifach-Weber-Vergaser überhaupt noch synchronisieren können. Ganz wichtig. Sehr schwierig. Ganz, sehr, sehr schwierig. Probefahren kann ich ihn ja nicht. Nein. Aber ansonsten sieht er sehr, sehr gut aus. Ich sehe das Auto bei 1,1 Millionen und mehr würde ich dafür auch nicht geben. What can I say, ladies and gentlemen, please, but this is the 1981 Volvo 262C Bertone that once belonged to the very talented late David Bowie. €120.000 bisher für ein Volvo von David Bowie. Das ist doch unfassbar. Hast du recht. Das Auto ist maximal €20.000 wert. Last time at 160.000 Euro. Ohne Gebühren. Ohne Gebühren. Da kommen noch mal 19% Gebühr drauf. Da kannst du einen schönen Ferrari von kaufen. Let's have this car, the 1957 Ferrari 250 GT Buono low roof alloy, ladies and gentlemen. Let's open the billing, please. And what would you say? At 1 million, please. Start the billing. 1 million. 1 million. Thank you very much. 1 million and bid now. 1 million. At 1 million. Do I hear 1,100,000 now? You have the 1,100,000. Will you go for 1,200,000? 1,200,000.
Da bin ich raus. Da bin ich definitiv raus. Das ist das Auto nicht wert. Das Auto ist stimmig. Es gibt nur 12 Autos, aber die Historie passt mir nicht. Die Klassikzertifikat fehlt mir. Es fehlt mir noch mehr Historie. Es wäre unverantwortlich, wenn ich jetzt noch weitergehen würde. Moin, Palle. Grüß dich. Hallo, Hamid. Alles fit? Ja, super. Mensch, hast du ihn schon geil draußen hingestellt? Natürlich. Hast du das extra gemacht? Ja, damit du einen schönen Eindruck gewinnst. Das ist echt toll. Ja. Du hast das Auto ja auch schon ziemlich lange, oder? Ja, ich habe das seit 1990. Wahnsinn. Erzähl mir mal was, bitte. Willst du wissen, was ich damals dafür bezahlt habe? Ich glaube, das willst du eigentlich nicht wissen. Ne? Nee, erstmal nicht. Okay. Erstmal nicht. Restauration, wie lange ist die Restauration her? Oh, ich glaube, 10 Jahre. Also die Lackierung ist circa 10, 12 Jahre her? Ja, aber der Wagen hat immer in einer warmen Garage gestanden. Perfekt. Also kein Problem. Sag mal, wieso gibt man so ein Auto weg? Warum? Tja, man wird älter, Hamid. Okay. Und man hat auch nicht mehr die Zeit. Okay. Und ich muss sagen, bevor der Wagen nur noch in der Garage steht, ja, gebe ich ihn lieber in gute Hände weiter. Verstehe. Auch Chromstoßstange hinten ist sehr gut. Die Radläufe innen wurden mitlackiert und ist gewachst, wie ich das sehe. Ja. Die typische Krankheitsstelle ist die Holme. Es sieht von hier oben so aus, als ob es rangeschweißt wurde. Aber die sind ja rangeschraubt und dann muss der Lackierer einen guten Übergang finden. Die Reifen sind runderneuerte, sehe ich gerade. Ja. Aber neu, ne? Ja. Ob das Auto jetzt ein Weißbandrad haben muss oder nicht, lässt sich jetzt streiten. Gehört dazu, finde ich. Okay. Das ist meine Meinung. Okay, ja gut, ist ja auch noch dein Auto. Ja, wollen wir sehen. Das ist einfach wollen so. Wir sehen. Die Spaltmaße hier an den Türen auch sehr, sehr wichtig. Die Anbauteile sind ja alle aus Alu. Und jetzt haben wir natürlich das legendäre, ein Flügeltürer. Genau, so ist es. Wahnsinn. Ich könnte jetzt hier 2 Stunden stehen und könnte mir das Auto anschauen. Mein Gott, der sieht ja wie neu aus. Hab ich dir ja gesagt. Komplett restauriert, vor 12 Jahren. Unfassbar, unfassbar. Du hast das Auto seit 1990, richtig? Ja, ja. Was hast du dafür bezahlt? Was meinst du? D-Mark, ich schätze mal irgendwas zwischen 150 bis 200.000 Mark. 250.000. Mark. Mark. 250.000 deutsche Mark. Ja. Das ist eine Rendite. Ja, wenn ich das Geld bekomme. Ja. Und jetzt möchtest du wie viel für das Auto haben? 1,3. Euro. Mark. Euro. Ach so, Euro. Wir sind im Euro-Bereich. 1,3 Millionen Euro. Ja. Okay. Alter Schwede, das wird mir schwindelig bei. Ja, aber es ist ein Kunstwerk. Hättest du was dagegen, ich habe meine roten Nummern dabei, wenn ich damit einmal in die Werkstatt fahre und mir das Auto genau von unten anschaue und dass Tanja auch mal einen Blick rüber wirft? Lass ihn checken. Okay. Ich behaupte, da kommt nicht viel raus. Okay, okay. Und dann würde ich sagen, kommen wir wieder zusammen. Alles klar. Hast du einen Schlüssel für mich? Bitte. Vielen Dank. Mein Gott, da kaufst du ein Auto für 1,3 Millionen Euro. Da hast du einen Schlüssel, das könnte auch dein Postkastenschlüssel sein, oder? So war das damals. Das Auto lässt sich unheimlich schön fahren. Das macht irre Spaß. Gang 1 und Gang 2 ist enorm laut. Das ist ganz normal. In den späteren Baureihen, also speziell ab dem Roadster, sind sie ja wesentlich ruhiger geworden, die Autos, in Sachen Schaltung. Aber im vierten Gang hat er einen Direktgang. Und da lässt sich das Auto unheimlich geschmeidig fahren.
und auch die Verarbeitung von 1955, das ist einfach phänomenal. Wir reden über ein Auto, was 63 Jahre alt ist und ist technisch gesehen nicht viel schlechter als manch ein 2018er oder 2017er Fahrzeug. Das Auto ist gerade auf der Straße. Ein bisschen Lenkspiel ist ganz normal bei den Fahrzeugen. Wie ein Oldtimer es auch sein muss, es riecht ein bisschen nach Abgas, Sprit. Hier spürst du richtig das Auto und das macht dieses Auto unheimlich interessant. Wenn du ein LaFerrari kaufst für 2,5 Millionen oder 3 Millionen Euro und das Auto hat erst 50 Kilometer, da brauchst du eigentlich nach nichts zu gucken. Das Auto ist neu. Hier musst du genau detailliert rein. Hier musst du das Auto dir anschauen. Hier musst du den Unterboden anschauen. Du musst so viel wie möglich abhaken. Hier gehe ich ja auch als Händler ein Risiko ein gegenüber meinen Kunden. Wenn er damit zum nächsten Oldtimer-Rallye fährt und dann platzt ein Schlauch oder sein Motor funktioniert nicht mehr richtig, da reden wir sofort über enorm hohe Kosten und es gibt keine Werksgarantie. Deswegen ist meine Aufgabe, das Auto so gut wie es geht zu checken. Das muss alles stimmen. Das Auto wurde kaum gefahren, das siehst du auch hier. Trotzdem, manchmal ist es besser, wenn ein Auto öfter gefahren wird, als wenn es nur steht. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch hier an den ganzen Kanten und so weiter kein bisschen Rost. Also das Getriebe ist verölt. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Und das wird auch kein kostengünstiger Spaß. Okay, was heißt das? Also da muss Getriebe raus über den Innenraum. Das kriegt man durch den Gitterrohrrahmen nach unten nicht weg. Das ist schon eine ganze Ecke Arbeit. Und dann einmal das ganze Getriebe zerlegen. Okay. Das ist ein super Auto, aber trotz alledem kommen wir da, glaube ich, relativ schnell auf 15, 16, 17, 18, 19, 20.000. 20.000 Euro für Getriebe, Ölwechsel, dann noch mal alle Schläuche prüfen. Das heißt, mit 20 bin ich aber auf der sicheren Seite. Nein, du bist also nie mit mir auf der sicheren Seite. Erzähl mir mal jetzt, wie viel. 25. Okay, aber dann nicht mehr. Nein, ne? Nicht mehr. Okay, ich fahre jetzt wieder zurück mit 25.000 Euro Kosten, die auf uns zukommen im Worst Case. Alles klar, kriegen wir hin. Okay. Palle, ja, das Auto macht Spaß. Es ist einfach, es ist faszinierend, was ein 55er Mercedes technisch drauf hat. Ja. Das ist Wahnsinn, das macht echt Spaß. Aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Wir haben ein paar technische Sachen, die wir überarbeiten müssen. Wir müssen einmal komplett alle Flüssigkeiten erneuern, okay, alle Filter erneuern und er verliert minimal Öl. Es kommen so ungefähr Kosten auf mich zu in Höhe von maximal, würde ich mal sagen, 30.000 Euro. 1,3 Millionen Euro, was du mir vorgeschlagen hast, ist mir zu viel. Mhm. Das möchte ich nicht zahlen. Okay. Okay. Wie viel kannst du mir noch entgegenkommen? Mit den 30.000 Euro Reparaturen kann ich mich zufrieden geben. Mhm. Aber ich hätte gerne eine 1,21 hätte ich schon gerne von dir. Okay. Für mein schönes Kunstwerk. Das heißt, wir sind jetzt bei 1,21. Ja. Dann machen wir das so, ich würde das Geschäft mit dir jetzt abschließen, wenn ich das Auto für 1,19 Millionen Euro bekomme. Dann ist das erledigt. Gut, wenn wir das schnell über die Bühne bringen, kann ich damit leben. Okay? Jawohl. Alles klar. Super. Danke. Vielen Dank. Der 300 SL bleibt ein Kunstwerk. Also welcher Kunde soll zu einem 300 SL Nein sagen? So, Marcel, ich habe mich für einen Mercedes 300 SL entschieden, eine Flügeltüre, weil ich einfach von der Auftragserteilung richtig herausgehört habe, dass du genau so ein Auto möchtest. Also mit diesem Auto hat Hamid wirklich meinen Kindheitstraum erfüllt, ohne jede Frage. Wahnsinn, es ist ein fantastisches Auto, es ist ein echter Traum. Ich bin dabei. Okay, alles klar.